Endlich haben wir die heimgesucht Level hinter uns. Und wir können uns den normalen Leveln wieder widmen. Hoffentlich. So, und zwar mal wieder aber nur ein Level wieder mit drei Kleinlingen nur. Das klingt wieder sehr nach. Ja, das ist wieder Endlevel der dritten Overworld. Mit wahrscheinlich auch einem Bosskampf dann hinterher. Oh, schauen wir mal, wie das wird. Oha. Runde 1, okay. Was muss ich jetzt machen? Oh, what? Oh, was? Okay, hab ihn. Upsi! Hä? Wow! Oh, wo rennt sie denn hin, ey? So, jetzt hier oben warten, dann bekommen wir auch keinen Hit ab, ne? Genau, okay. Und jetzt? Ja, der ist bestimmt nicht umsonst da. Ja. Ah, okay. Gut, gut. Runde 2. Ja, was müssen wir jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Huhu. Hä? Okay. Das ist ein Kleinling. Das ist ein Kleinling. Warte am besten mal hier oben, ja. War ja klar, war gerade in der ersten Runde genauso. Da muss man wahrscheinlich aufpassen, dass man. Ah, scheiße auf die Looms. Dass man die Plattform so nach und nach kaputt macht, nicht dass man. Oh. Dann nachher so Plattform kaputt macht und dann schafft man es nicht mehr auf die. Andere Plattformen hat man natürlich direkt schon verloren, so wie es aussieht. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendeine. Jetzt muss doch gleich wieder irgendwie sowas kommen. Ja, genau. Ach lol, ja, woher soll ich das denn wissen? Wie unfair ist das denn? Okay. Oh nein. Oh, was tust du denn? So. Wie der da manchmal einfach runterspringt und dann. Keine Ahnung, was die da manchmal vorhat. Unfassbar, diese. Danach wechseln wir die erstmal direkt wieder aus. Die geht mir mega auf die Nerven hier. Warten wir hier oben wieder einmal. So, jetzt schlägt er soll einmal die Plattform hier kaputt schlagen. Jetzt kommt halt mit dem hier. Jetzt warten wir noch mal kurz ein bisschen. Oh, was? Cheat! Nein, was? Zum Teufel! Warum ist er denn gerade nicht. Verstehe nicht, warum er jetzt gerade nicht das Trampolin benutzt hat, obwohl ich da hochgesprungen bin.
Nein, ah, das wollte ich eigentlich vermeiden, ne? Aber solange die Plattformen immer noch nebeneinander sind, sollte das eigentlich gut machbar sein. So. So wird das gemacht. Komm schon, ey. Jetzt gib ihm da eine auf die Rübe. Und jetzt kommt die letzte Runde. Was passiert jetzt? Ah, okay. Jetzt darf ich den... Hä? Puh. Okay. Den dritten kleinen Ding haben wir jetzt wieder. Oh fuck. Der Hit war jetzt sowas von unnötig. Scheiße. Wenn sich das nicht nochmal recht. Wenn sich das nicht nochmal recht. Und Alter, was geht denn hier ab? Boah. Ist es auch mal gut hier? Ich glaube, einmal müssen wir das jetzt noch überstehen. Einmal müssen wir das jetzt noch überstehen. Oh, oh, wir müssen runter. Shit. Mal WhatsApp für Reifen, die ich gerade gedroppt bekommen habe. Ja, geht jetzt schlecht. Komm schon, ohne Hit, ohne Hit, ohne Hit. So. Nein, 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 nicht treffen lassen. Scheiße. Das haben wir schon wieder so... Fuck, ey. Treffen lassen. Mann. So, jetzt müssen wir dran denken. Jetzt müssen wir einmal runter. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich hoch. Nein, 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 das ist der Pilz, das ist der Pilz, das ist der Pilz. Können wir jetzt den Gnadenstoß geben? Den Gnadenstoß, den Gnadenstoß? Ja. Jawohl. Da ist er K.O. Meine Güte. Nice. Sind die Reifen was wert? Weil ich dachte mir bloß, ich habe genug... Ich habe... Wie, das Level ist noch nicht vorbei? Ah, doch. Ich dachte mir jetzt bloß, ich habe genügend Lumenpunkte, dass ich hier nicht nochmal rein muss, ey. Jetzt schick ihn zum Mond. Boah, war das jetzt eine Geburt, ey. Ja, sieht nach 100 Looms aus, ne? Für goldene Abzeichen, okay, perfekt. Alter Vater, ey. Und dann haben wir jetzt als letztes Level in dieser Overworld nochmal so ein Orchester-Level. Das machen wir jetzt noch und dann beende ich auch den Stream. Dann reicht das erstmal für heute. Wir machen noch einmal das Glückslos auf. Bekommen ein Kuscheltier. Dann schauen wir uns das Kuscheltier mal an. Hathos oder Hathos, oder wie auch immer er genannt wird. Was sind die Reifen was wert?
So. Jetzt gehen wir noch einmal, aber nein, 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 ich wollte nicht. Dich wechseln wir erstmal direkt wieder aus hier. Ich habe gar keinen Bock mehr auf dich. Du bist mir mega auf die Nerven gegangen, Selena. Ah, da, ab in die Heroes. So. Und dann nehmen wir den Kleinling Maria erstmal wieder. Und gehen jetzt nochmal in das letzte Level der dritten Overworld von Fiesta de los Muertos. Und gehen dann wieder in das letzte Level, was wie gesagt wieder höchstwahrscheinlich ein Orchester-Level sein wird. Guitarero-Wirbel heißt es, okay. Bin ich mal gespannt. Das Level machen wir jetzt auf jeden Fall noch für den heutigen Stream und auch für den Part. Oh, gibt es hier irgendwas? Nö. Dann rennen wir mal und hören uns mal das schöne Lied an. Oh, krass. Dass da jetzt direkt Gegner jetzt hier reingeschossen kommen, das konnte ich aber auch nicht ahnen. Ah, auf den grünen Wurm dürfen wir also drauf wahrscheinlich und auf den roten nicht, okay. WTF, ey. Oh. Oh, die dürfen wir nicht berühren. Wie soll das denn funktionieren? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ja, ich weiß, wir haben den Doom verpasst. Wie soll das funktionieren? Also, ich probiere es einfach nochmal weiter und das ist einfach hier Train Error. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ach, stopp mal, können wir vielleicht schlagen? Indem wir da rutschen? Ja. Okay, dann ist die Sache klar. Ich wusste nicht, dass wir dabei schlagen können.
Okay, dann ist die Sache natürlich klar. Gut, wir haben alle drei Kleinlinge und so wie ich das gesehen habe, auch über 600 Loom-Punkte. Sehr schön. Unglaublich, du hast diese Welt von Albträumen befreit und du hast diese 5 Glückslose verdient. Wirklich verdient. Nice. Dann machen wir nochmal unsere ganzen 6 Glückslose hier auf. Alle nur 3 Keys dafür, ja okay. Ein Back to Origin Gemälde. Sehr schön. Was haben wir hier? Ein weiteres Kuscheltier. Nice. Was bekommen wir als nächstes? 3 gelbe Looms, also 500 weitere Looms für uns. Sehr schön. Das sieht schon wieder schwer nach einem Kuscheltier aus. Nein, doch. Ein weiteres Kuscheltier. Und das gibt weitere 1000 Blooms. Sehr schön. Und das letzte Glückslos, was wir aufrubbeln. Ein Kleinling gewonnen. So, dann gehen wir einmal zum neuen Kuscheltier Salvio und neue Kuscheltier Pritaf. Zurück zum Ursprung, das machen wir jetzt nicht. Nur weil der Part aber sonst ein bisschen kurz jetzt wäre, schauen wir uns noch einmal die tägliche Herausforderung mal in diesem Part hier an. Das passt dann noch ganz gut. Ob wir die jetzt zu Ende machen werden, weiß ich noch nicht. Aber einmal anschauen können wir das, damit der Part nicht allzu kurz wird. So, Challenges. Oh, haben wir einiges freigeschaltet. Auch verschiedene Schwierigkeiten. Noch 3 Tage. Dann bis zum Ende der Herausforderung. 20 Stunden bis zum Ende. Herausforderer, super. Na, gehört. Gaffrater Rudi. Okay. Ja, welche machen wir denn da? Ich würde mal sagen. Wöchentliche Extremherausforderung. Wöchentliche Herausforderung. Ne, wir gucken uns einmal die tägliche Herausforderung an. Und in den restlichen Parts, wenn wir dann mal wieder haben, wo wir noch ein bisschen Zeit haben und keine Zeit für ein richtiges Level reicht, können wir uns auch mal die wöchentliche und extreme wöchentliche anschauen. Obwohl, nee, wir haben uns in den vorherigen, in den ersten Parts ja schon mal die tägliche Herausforderung angeschaut. Dann schauen wir uns jetzt erstmal die normale wöchentliche Herausforderung an. Dann machen wir das so, dass wir jede Herausforderung einmal in einem Part mit drin haben. Land der wandelnden Seelen. Schnell hin da. Gucken wir mal, was man denn hier machen muss. Wöchentliche Herausforderung. Erreiche 300 Meter so schnell wie möglich. Okay. Nein! Ja, ich weiß, dass ich mindestens 300 Meter schaffen muss. Ich wollte auch eigentlich nicht, dass er dann in den Abgrund springt, aber okay. Fuck. Okay, ging nochmal gut. Schon wieder. Okay, Glück gehabt. Haben wir nochmal gerettet. Ach, das waren jetzt die 300 Meter hier. Okay, genial. 28,18 Sekunden. Oh, da haben wir schon
einige Gegner hier besiegt. Aber trotzdem nur der Bronzepokal. Aber macht ja nichts. Wir machen das ja jetzt hier nicht in dem, ich sag mal, Competitive Mode. Wir versuchen hier alles Mögliche zu schlagen. Aber, das ist sogar der Silberpokal geworden. Okay. Den Goldpokal gebe ich dann ab 25,59 Sekunden oder schneller. Ja, aber mit Silber bin ich so auf Anhieb, so im zweiten Versuch, doch ziemlich zufrieden. Hat uns das jetzt ansonsten hier nochmal irgendwas gebracht? Nö, sieht nicht so aus. Ja, und wie gesagt, dann in den nächsten Parts, wenn wir mal wieder so ein bisschen Zeit über haben, aber nicht genug Zeit, um ein ganzes Level nochmal unterzubringen, werden wir uns die Extremherausforderungen einfach mal anschauen, dass wir das einmal gesehen haben. Und dann geht es ab den nächsten Folgen und in den nächsten Stream weiter mit der vierten Overworld. 20.000 Looms unter dem Meer heißt die. Und das erste Level davon trägt den Namen die geheimnisvolle aufblasbare Insel. Danke fürs Zusehen, ich freue mich über einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao!